Hallo Leute, mein Name ist Christine. Heute sprechen wir weiter über Präpositionen. Wir wissen, dass Präpositionen sehr schwierig sind. Deshalb möchten wir mehr Videos über Präpositionen machen. Wir haben schon über lokale Präpositionen mit Akkusativ und über lokale Präpositionen im Dativ gesprochen. Aber heute machen wir ein Video über Präpositionen mit Dativ und Akkusativ, das heißt über Wechselpräpositionen. Warum sie Wechselpräpositionen heißen, ist, weil sie manchmal mit Akkusativ und manchmal mit Dativ vorkommen können. Das heißt, sie wechseln das Kasus. Okay. Wann benutzen wir diese Präpositionen mit Dativ und wann mit Akkusativ? Das ist für die meisten Menschen am schwierigsten. Aber heute versuchen wir das genau zu erklären und dann könnt ihr das sehr schön und leicht unterscheiden. Also, welche Präpositionen sind eigentlich Wechselpräpositionen? Das sind auf, dann wir haben über, unter, vor, hinter, neben, an und zwischen. Das sind Präpositionen, die mit Dativ oder Akkusativ vorkommen können. Warum und wann benutzen wir was? Also, auf die Frage wo antworten wir im Dativ. Wo ist etwas? Wo liegt etwas? Wo sitzt jemand? Oder zum Beispiel können wir sagen, wo ist meine Flasche? Und meine Freundin antwortet, deine Flasche ist auf dem Tisch. Oder, wo ist mein Kugelschreiber? Dein Kugelschreiber liegt unter dem Tisch. Okay, aber auf die Frage, wohin, benutzen wir Akkusativ. Das heißt, es muss eine Aktion geben. Wir müssen uns bewegen oder wir müssen etwas bewegen. Dann können wir in Akkusativ antworten. Das heißt zum Beispiel, wohin soll ich diese Flasche stellen oder legen? Und meine Freundin sagt, stell die Flasche bitte an die Wand zum Beispiel. Oder stell bitte das Bild, vielleicht ein besseres Beispiel, stell bitte das Bild an die Wand. Aber wenn wir fragen, wo das Bild hängt zum Beispiel, dann können wir sagen, das Bild hängt an der Wand. Also das Bild bewegt sich nicht, sie ist schon dort. Aber wenn wir sie stellen oder wenn wir etwas hängen oder legen, dann müssen wir sagen, zum Beispiel an die Wand oder auf den Tisch. Stellt das bitte auf den Tisch. Natürlich müssen wir auch Artikel kennen, der, die, das und natürlich die Plural, wie sie sich in Dativ oder Akkusativ ändern. Das müssen wir noch wissen, aber wenn nicht, dann erkläre ich das in einem anderen Beispiel. In diesem Video machen wir natürlich auch noch mehr Beispiele und dann könnt ihr das besser unterscheiden. Bleibt dabei!